Exactly, Taster. Dark Cards is a 2000 part. 81, I've got with me here the Pop Cool Chips in 3 different flavors: cheese, sour cream and onion, and paprika. And here says popcorn. This is interesting. And they say these chips have 75% less fat. So let's check out how many fat is in there. So they say fat 6.9. So is it 1/4 of an ordinary chip? So let's check out the fat value of ordinary chips. And here it says it has 27. So they're actually right. These chips are very low in fat. So I think let's have them. And what also interesting is, of course, what's the base of the chips? And popcorn means then, yeah, corn. It's made from corn. So here comes the cheese ones. Okay, putting into the bowl fail. Okay. And yeah, I did some research and I found out that these chips are from Poland, from a place called Bielany. So many greetings to all my Polish here. And the cheese smells very cheesy. Now sour cream and onion. Here we go. And last but not least, paprika. Yeah, I think this is a complete chain because here they say you should try the two other. So they have 3 different flavors. And I think I start with the paprika. Yeah, definitely feel the popcorn. It's a very special mouth feeling. I think this is kind of salty. How much salt is in there? They doesn't say directly how much salt. They just say 0.6% natrium. Now some sour cream and onion. Or maybe the most realistic sour cream. It's like, it feels like having the cream in the mouth. Yeah. And now the cheese. Cheese. Yeah. In terms of flavor, all 3 of them are overwhelming. Very interesting. This concept here is super special. I never have seen chips like this. Can break one for you here. I think because it's so super special, I think gourmet, but it's also nice stuff, very tasty and interesting mouth feeling. So it's a gourmet win basically. You may try it out if you have a chance. Yeah, and all my Polish viewers, do you know this brand? How do you like it? Yep, let me know. Next language. Gut, das sind jetzt sehr spezielle Chips und zwar heißen die Popcool. Das sind solche, ja, Popcorner, also dann zu so einem Wafer, zu so einer Scheibe zusammengefügt. Und die sind fett reduziert, das heißt, die haben nur 7% Fett. Und das ist tatsächlich ein Viertel von normalen Chips. Stimmt schon, was sie sagen.
Und das ist ein sehr einzigartiges Mundgefühl, diese Chips zu essen. Ich kenne solche Chips auch vorher gar nicht. Kommen am ehesten an diese, es gibt ja diese Reiswaffeln. Das Zeug, das ist wirklich so, als hätte man hier die Sauercreme direkt im Mund. Das ist krass. Wie beim Käse, als würde man Käse essen. Also geschmacklich echt Bombe. So. Ja. Gut, wer die probiert, habe ich, glaube ich, gekauft im Netto. Und ja, wie schmecken die euch? Ich habe jetzt mal Gourmet-Win gegeben. Ganz einfach, weil ich, weil es sehr speziell ist. Aber es ist auch irgendwie sehr intensiv, sehr lecker. Da muss ich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Und ja, das Zeug kommt aus Polen. Das habe ich schon recherchiert. Genau. Gut. Ja, wenn ihr sie probiert habt, schreibt mal, wie sie euch geschmeckt haben. Ansonsten war es das mit der Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.